Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, letzte Folge wollten wir eigentlich in die Wüste Sand holen, ging nicht, weil unser Lager ist voll, aber sowas von mit Gemüse, weißt du hier. Ja, wir müssen die Templates bauen und da drauf knallen. Ansonsten, wir müssen eigentlich nichts mehr unten aus dem Garten holen, außer jetzt Sojabohnen, die sind wichtig und das Wheat ist, glaube ich, wichtig. Wheat! Alles andere können wir erstmal so lassen. So, was machen wir in der Folge? Wir gehen jetzt endlich mal den Sand holen. Ist jetzt alles durchgelaufen, was durchlaufen sollte. Und wir werden uns jetzt mal feuchtfröhlich durch die Gegend buddeln. Schwupps. Wäre auch schön, wenn es dann direkt hier so, weißt du, und hier so. So. Okay. Ein Happen-Pappen zum Essen müssten wir auch noch mitnehmen. Dann wollen wir mal in die Wüste und machen wir heute nochmal einen auf Maulwurf. Hotterhühn nehmen wir erstmal nicht mit. Die lassen wir erstmal hier. Die sollen sich erstmal einleben, die zwei. So, wir müssen hier lang. Esse. Ja, und ich habe eben gesehen, ich hatte ja zwei Atlasbücher gebaut. Die Mehrzahl von Atlas. Atlasse? Nee. Die Mehrzahl von Atlas. Naja, egal. Einer ist weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier im Argen. Ich weiß aber noch nicht, was. Na gut, den einen haben wir noch, der wichtigste quasi. Mit dem wir dann auf jeden Fall jetzt nochmal einen zweiten Atlas bauen können und dann eine Kopie davon machen, damit wir mal einen in Reserve da haben. Von daher nicht ganz so schlimm. Und unser Leder ist ja gesichert jetzt. Hast ja gerade gesehen im Garten. Wir haben jetzt den Large Farn angebaut. Also da sind wir jetzt safe. Da brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr drum machen. Bin ich auch recht froh drum. Das ist Treibsand, ich will nicht mehr kommen, ist egal. Wir brauchen viel Sand, weil wir brauchen viel Glas. Ich warne dich schon mal vor. Aber wir haben ja jetzt Musik im Hintergrund. Hörst du? Hörst du? Ich denke, das macht das Ganze dann ein klein wenig erträglicher. Und mich entspannt es ungemein. Die Sonne geht auf, oder geht sie schon wieder unter? Kann ja gar nicht sein. Tatsächlich. Okay. Bettchen haben wir dabei, kein Problem. Ja, wir haben jetzt noch zwei große Baustellen. Also was heißt zwei große Baustellen? Aber das Lagersystem müssen wir weiter ausbauen, damit wir mal da oben das Haus ein bisschen aufräumen können, damit wir da mal dekomäßig starten können. Beziehungsweise wollte ich unten, hatte ich ja in der vorletzten Folge oder wann wir den Weg da gebaut haben, ans Wasser gebaut, da möchte ich einen Steg hinsetzen. Also, das wird jetzt kein großer Akt. Das sind zwei Minuten gelutschte Drops. Und dann wollten wir mal ein Bildchen bauen. Weil ich eine Mod drauf habe, wenn die denn noch funktioniert, dass man fahrbare Boote halt machen kann. Das wäre ja schon geil. Damit wir nicht mit der standardmäßigen Minecraft-Nussschale durch die Gegend wetzen müssen. Also ich hoffe, die Mod funktioniert noch. Muss man dann sehen. Ansonsten haben wir dann halt was Dekoratives gebaut. War der Explorer mal kreativ. Kann nicht sein. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich es doch kaputt gemacht. So.
glaube, das ist aber reichlich Glas. Ich glaube, ein Sand gibt ein Glas, ne? Oder? Wie viel haben wir denn jetzt? 2, 3, ja, reicht dicke, ja. Dann gehen wir wieder raus. Gefällt mir schon, aber fehlt noch. Der dekorative Touch fehlt noch. Hier müssen wir auch. So. Bin mal gespannt, ob die Bäume da wachsen. Bis jetzt tut sich irgendwie baumäßig gar nichts. Da haben wir ja auch ein paar gepflanzt, die kommen auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir hier unten hier das Holz geholt. Da haben wir uns umgedreht, da stand der Baum schon wieder da. Naja. So, da. Glas. Wir müssen auch mal die Beleuchtung im Haus jetzt mal so langsam in Angriff nehmen. So. Gut. Das läuft. Kommt jetzt auch Glas raus, ne? Oh, kommen sogar mal zwei Blöcke raus? Nee. 64? Nee, 1 zu 1. Ich wollte gerade sagen. Ja. Also wie du hier siehst, Atlas ist weg. Da haben wir noch ein bisschen Glas. Das kommt aber dann nach unten ins Lager. Was haben wir denn jetzt hier noch um Andesite? So, dann schauen wir uns mal den Andesite an. Von dem haben wir ja genug. Wie das hier unten aussieht. Kein Carpenters haben wir dabei, Mann. Was? Oh, Server leckt wieder. This server is lagging. Und wer sich von euch da draußen jetzt wieder aufregt, dass ich genauso baue wie der Gronkh. Ich habe es in Folge 1 gesagt, ich kenne es nicht anders. Ich habe noch nie Minecraft vorher gespielt und ich wollte Life in the Woods nur spielen, weil ich es beim Gronkh gesehen habe und es mir sehr gut gefällt. Und deswegen, nur deswegen spiele ich dieses Spiel, weil es mir gefällt. Und weil ich sein Let's Play alle Folgen gesehen habe, werdet ihr auch viele, viele Sachen sehen, die ihr bei ihm schon gesehen habt. Aber das ist mir egal. Wollte ich nur mal so anmerken. So, da haben wir es jetzt rausgeholt. Wir brauchen den Carpentersheimer. Ich hab ihn dabei, ich Idiot. Okay. Weißt du? Yes, yes, Explorer. Aber wir können auch hier runter. Ich weiß gar nicht, wieso wir jetzt. Cool, der geht auch automatisch runter. Geht auch wieder hoch. So. Wie war das? Shift, Rechtsklick? Nee. Linksklick. Ups.
Gib mir mal einen Stein. Jo, jetzt ist die Frage. Hier drin Glas, ganz klar. Wie machen wir die Hände zum Himmel? Ja. Ich habe ja nur zwei verschiedene. Ich habe das Oakwood und ich habe das Darkwood. Ich denke, das Darkwood könnte ein bisschen düster hier unten sein. Machen wir aber jetzt das... Ja, wir können ja mal das Oakwood versuchsweise mal eine Wand reinsetzen. Haben wir noch genug dabei? Haben wir noch genug dabei? Haben wir. Wir könnten... Ja, aber ich will nicht die Blöcke da jetzt reinsetzen. Wir gehen mal eben hochgucken. Und... Hab's das ja? Hier unten. Haben wir noch diese Oakwood? Haben wir... Da haben wir so Oakwood Slabs. Die meine ich. Ja, komm, dann nehmen wir eine 64er mit. Ja, komm, wir nehmen S. S. Egal, was soll der Geiz? Gehst runter? So. Gehst hoch? Das wird ja noch lustig hier. Machen wir mal hier die Wand. Ja, geht. Ich habe Angst, wenn wir jetzt dunkles Holz hier reinmachen, weißt du, dass du dann gar nichts mehr siehst. Nee, dann lassen wir das. Oh, alles dicht hier. Hier müssen wir uns noch mit den Treppen rumärgern. Schon wieder. Ja, es ist kein Augenschmaus, finde ich. Also, sieht jetzt nicht besonders aus. Vielleicht hebt der Glasboden dann ein bisschen noch was vor, aber... Müssen wir mal schauen. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch von den... geh hoch. Wir brauchen jetzt noch von den Slabs... So. Ich glaube, das reicht. Das Glas wurschtelt noch durch. So. Gut, das hätten wir. Wie sieht es mit dem Glas aus? 35 in jedem. Müssen wir noch ein bisschen. Und das immer, das immer, das immer. Hier mache ich noch die großen Drawer hin. 4 Stück, 6. Ne, wie viel kriegen wir hin? Müssen wir mal schauen. Hat schon wieder getan. Nein, Explorer, du hast es getan. Ja, ich weiß, aber er hat schon seinen Teil dazu beigetragen. Das ist mein Holz. So, hier hinter kann man dann das Lagersystem versuchen. Wo ist mein Holz hin? Mich beschissen. Ist ja. Hier kommen wir nicht durch. Wie viel von den Treppen brauchen wir denn? Nur für die, ne? Da hinten haben wir ja zu schon. Okay, dann machen wir die Treppen. Ich wollte mich da vordrücken, aber jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. The Stairs. Leider haben wir noch genug davon. Das kommt mal erschreckend dazu. So, jetzt wird's lustig. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das immer hinkriegt, dass es wirklich so ist, wie es sein soll. So würde ja gehen.
Nein, so nicht. So auch nicht. Nein. 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 Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja, so wäre es schon gut, aber nein. Nein. Hammer kaputt. Dann probieren wir was anderes. Ach, die haut die macht. Oh. Was ist denn, wenn wir den jetzt hier. Macht er auch nicht? Macht er auch nicht. Okay. Okay, wir müssen Carpenter Slammer bauen. Warum ärgert er mich so? Warum? Ich will doch nur die blöde Treppe hier hinsetzen. Mann. Ja, Entschuldigung. Das kostet Nerven. So. Carpenter's Hammer. Carpenter's Hammer. Okay, da fehlen uns zwei von den Dingern hier. Dups, dups. Einmal, zweimal, dann wollt. Jetzt haben wir das Metall in der anderen Tasche. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt nochmal. Einmal, zweimal, dann war einer hier und da, ne? Ein neuer Hammer. So. Nächster Versuch. Ich will diese blöde Treppe jetzt hier haben. Warum? Ich weiß ja nicht, gibt es da einen Unterschied, wie ich schlage, auf welche Stelle ich schlage? Macht das was? Ich sehe da nämlich keinen Unterschied. Jetzt hat er hier diese. Nee. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Nein. Vielleicht von oben? Da siehst du nichts. Da gäbe es doch einen Trick. Da gäbe es garantiert einen Trick. Achso, da oben ist auch noch eine dran. Kriegen wir die denn vielleicht? So, wie sie sollen. Soll. Das sieht nicht gut aus. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das ist doch auch nicht. Nein, ich will nicht diesen Möppel da in der Mitte. Shift-Links-Klick. Sollte es was bringen? Rechtsklick meine ich. Nein, auch nicht, ne?
Hashtag Explorer am Rande der Verzweiflung.de. Mann! Warum? Komm, Baby. Du kannst es. Ich weiß es. Ansonsten... Weißt du was? Ganz doof gefragt. Können wir da nicht einfach einen Block hinsetzen? Geht doch auch, oder? Aber der Block scheint dann... Ach Quatsch, so wollte ich jetzt... So sollte es nicht sein. Das sieht scheiße aus. Naja, da müssen wir die Treppe hinsetzen. Aber wie denn, wenn er nicht will? Schweinepriester. Kann man dann hier hinsetzen? So wäre ja, ne? Muss ich jetzt nur einmal drehen. Macht er, wenn wir jetzt hier schlagen, macht er das? Nö. Wenn wir... Ne, stopp, jetzt stimmt's ja auch nicht, ne? Warte mal. So war's. Wenn wir jetzt hier schlagen... Macht das auch nicht. Wenn wir jetzt hier schlagen... Wenn wir jetzt hier schlagen. Nö. Von oben. Alter. Dich. Was ist denn, wenn wir springen beim Hochsetzen? Geht das? So hat er eben nicht gestanden, ne? Jetzt dreht er sich nur. Kommt es jetzt vielleicht auf die Richtung an, von der wir den auf dem Boden platzieren? Also zum Beispiel von hier. Ich glaube, ich muss mir da irgendwie mal Videos angucken, ob es da... Das geht doch nicht. Bäh, Spiel. Bitte. Das haben wir da oben auch hingekriegt. Warum hier nicht? Ist hier, weiß ich nicht, andere Physik oder was? Sind wir hier im All? Geh wieder rein.
Jetzt dreh dich doch einfach. Nee. Will er nicht. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Okay, Kinder, wir sind bei 26 Minuten. Ist schon wieder viel zu spät. Wir gehen mal pennen und machen wir in der nächsten Folge erstmal den Glasboden. Also das treibt mich jetzt ein klein wenig zur Weißglut. Vielleicht vorher noch einen Happenpappen essen. Jetzt. Ja. Genau, wir gehen mal schön hier, gucken wir uns den Halbmond an. Ich wünsche dir da draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.